Sehr geehrte Frau Sommer, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin hier auch als Bildungspartner. Als Professor der Dortmunder Universität bin ich Ihnen wirklich partnerschaftlich verbunden und habe die Aufgabe, hier jetzt den einführenden Vortrag zu halten. Das ist ausgesprochen kompliziert, denn wir haben Tausende von Seiten mit Abertausenden von Abbildungen aus PISA, aus IGLU, aus anderen großen empirischen Untersuchungen. Und da was in einigen Minuten zusammenzustellen, um Befunde Ihnen vorzustellen, welche sucht man da aus, welche nimmt man? Ich hoffe, ich habe Ihren Geschmack getroffen. Es ist ein kleines bisschen was mit der Technik. Irgendwas mit der Technik ist nicht ganz richtig. Der ist drin, der Sticker kann. Der ist aus. Jetzt ist er an. So, jetzt haben wir es. Technische Probleme lassen sich lösen. Ich komme ja schließlich von der Technischen Universität. Dann kriegt man das ja einigermaßen in den Griff. Ich will Ihnen einige Befunde vorstellen und dann will ich über problemlösende Reformen des Systemsteuerung etwas erzählen und dann gehe ich auf die Bildungslandschaften ein und da wird es dann, glaube ich, spannend, weil da habe ich keine Befunde. Da kann ich nur sagen, das und das müsste man tun und auf diese und jene Dinge muss man auf jeden Fall achten. Wenn man sich internationale und große Schulleistungsstudien anschaut, dann werden Schlüsselkompetenzen getestet. Ich mache das hier am Lesen. Das hat aber einen Grund, dass ich Ihnen diese Folie vorstelle. Da komme ich gleich noch drauf, das ist wichtig. Wenn man Lesen testet, das gilt für PISA, das gilt für IGLU, das sind die gleichen theoretischen Modelle, dann unterteilt man das in textimmanente Informationen, externes Wissen wird herangezogen. Hier macht man nochmal die Unterteilung in Einzelinformationen, nutzen, Beziehungen zwischen Texten herstellen. Hier unterteilt man in Inhalte reflektieren, über Strukturen reflektieren. Dann kommt man zu vier verschiedenen Verstehensaspekten, die dann tatsächlich gemessen wird, wenn man Lesen testet. Das macht man bei PISA, das macht man bei IGLU so. Aus diesen verschiedenen Verstehensaspekten, die man herausgearbeitet hat und die man getestet hat, daraus resultieren die Bildungsstandards. Die Bildungsstandards sowohl für die Grundschule als auch für die Sekundarstufe 8, zum Beispiel für das Lesen. Und das ist natürlich wichtig, Bildungsstandards sind in die Schulen eingeführt und dann ist es natürlich wichtig, dass diese Bildungsstandards und die gleichen Kompetenzmodelle in allen Bereichen der Bildung einheitlich sind. Es kann ja nicht angehen, dass man in der Grundschule nach diesem Kompetenzmodell lernt, in der Sekundarstufe nach einem anderen Kompetenzmodell, in der Volkshochschule wieder nach einem anderen Kompetenzmodell und die Bibliotheken arbeiten wieder nach einem anderen Kompetenzmodell, sondern das muss aus einem Guss sein. Und wenn das aus einem Guss sein muss, dann muss zusammengearbeitet werden an dieser Stelle. Das war der Grund, warum ich Ihnen dieses Kompetenzmodell einmal darstellen will. Einige Befunde der Forschung aus den letzten Jahren in der Grundschule sieht das eigentlich relativ gut aus. Wir liegen im obersten Leistungsviertel bei den ganzen Ländern, die hier teilgenommen haben. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Es sind nur wenige Länder, die tatsächlich signifikant besser abschneiden als wir. Wir liegen besser als die Europäische Union, wir liegen besser als die OECD-Länder, signifikant besser in einem guten Bereich. Da kann man sich im Prinzip sehen lassen am Ende der Grundschulzeit. Wir haben allerdings am Ende der Grundschulzeit auch schon das Problem, dass wir einen Unterschied zwischen den Leistungen der Kinder mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund haben. Das sind 40 Punkte in Deutschland. Das ist nicht unbeträchtlich, das ist ungefähr der Unterschied von einem Lernjahr. Ein Lernjahr Unterschied nach vier Schuljahren zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund. Wir haben eine Besonderheit in Deutschland, das ist die Aufteilung in verschiedene Schulformen am Ende der Klasse 10. Das sind die Zahlen aus dem vorvorigen Jahr. 25% sollen danach auf die Hauptschule gehen, 36% auf die Realschule, 40% auf das Gymnasium. Und wenn man sich das anschauen würde, sollten ja eigentlich die Leistungsschwächsten auf die Hauptschule, die Leistungsstärksten sollten auf das Gymnasium und dazwischen sollten auf die Realschule. Das sind die Leistungswerte aus IGLU, aus den internationalen Schulleistungstests, die wir hier haben. So sollte das eigentlich aussehen. Schaut man sich das dann tatsächlich an, dann haben wir hier diejenigen, die die Hauptschulempfehlung bekommen haben. Unter der roten Kurve haben wir diejenigen, die die Gymnasialempfehlung bekommen haben.
Fällt man das Lot, dann liegen die bei 460 Punkten und die liegen bei 560 Punkten, dann ist die Welt in Ordnung. Schaut man sich aber hier diese Überlappungen an, ohne dass ich in die Extreme gehe, zwischen 500 und 600 Punkten, das ist der Unterschied von zwei Lernjahren, können Sie die Hauptschulempfehlung, die Realschulempfehlung oder die Gymnasialempfehlung bekommen. Das ist variiert nahezu in diesem mittleren Bereich, unabhängig von der Leistung. Das hat Folgen für unser System. Von den unteren Leistungsbereich schicken wir tatsächlich knapp 60% auf die Hauptschule, aber auch 32-33% auf die Realschule und knapp 10% auf das Gymnasium. Um die mache ich mir keine großen Sorgen. Wir wissen das aus einer anderen großen Untersuchung. In Hamburg haben wir 1000 Kinder verfolgt, die nicht die Empfehlung fürs Gymnasium hatten. Die Eltern haben sie aber trotzdem hingeschickt. 700 davon haben die ersten 3 Jahre sehr gut am Gymnasium überlebt. Das anregungsreiche Milieu des Gymnasiums hat einfach die mitgesogen. Das ging ganz gut. Viel größere Sorgen mache ich mir um den obersten Leistungsbereich. 2/3 werden tatsächlich auf das Gymnasium geschickt, aber mehr als ein Drittel wird eben nicht auf das Gymnasium geschickt. Und das hat Folgen. Das ist einmal individuelles Leid. Das sind wie Pflanzen, denen man zu wenig Wasser gibt. Die verdursten, die kriegen nicht genug Anregung. Das Zweite ist, wo ich mir Sorgen drum machen muss, wir sind ein rohstoffarmes Land und die Rohstoffe, die wir haben, liegen zu tief in der Erde, dass es irgendwie Sinn macht, die zu fördern. Wovon wir leben, das ist tatsächlich unsere Wirtschaft, unsere Ingenieure, unsere Pharmaindustrie, unsere Werkzeugmaschinen, Technik etc. Der Export, die Autoindustrie, die bringen uns das Geld rein, von dem wir leben. Und wir können uns bei der demografischen Entwicklung einfach nicht leisten, mehr als ein Drittel Kinder mit hohen Potenzialen nicht zum Abitur und zum Hochschulstudium zu führen. Das geht überhaupt gar nicht. Hier gibt es eine dankenswerte Initiative der Landesregierung, die in jedem Schulamtsbezirk dafür gesorgt hat, dass demnächst ein Ganztagsgymnasium angeboten werden muss. Das, denke ich, ist ausgesprochen wichtig, damit Kinder aus unteren Schichten mit hohen Potenzialen und Kinder mit Migrationshintergrund mit hohen Potenzialen dort das anregungsreiche Lernmilieu kriegen, was sie zu Hause nicht vorfinden können, das aber dann dazu führt, dass wir diese Potenziale ausschöpfen. Die Sache in der Sekundarstufe sieht so aus, dass wir hier die Mittelwerte haben, das sind PISA-Ergebnisse zu den einzelnen Schulformen, Hauptschule, Gesamtschule, Realschule, Gymnasium, und das ist ein schönes Treppchen, die Mittelwerte sind ganz ordentlich verteilt, aber Sie sehen die Unterschiede, das sind die oberen 5% die Leistungen an der Hauptschule, das sind die unteren 5% an der Hauptschule, das sind die, die dazwischen liegen. Sie sehen eine große Leistungsstreuung in allen Schulformen, auch in dem Gymnasium, und Sie sehen eine hohe Überlappung in diesem Bereich. Also die oberen 20-25% der Hauptschule sind genauso gut wie die unteren 25% am Gymnasium. Wenn Sie sich aber diese großen Heterogenitätsbalken anschauen, dann sehen Sie, dass die Ministerin völlig recht hatte, wenn sie sagte, Individualisierung ist das Einzige, was hier an dieser Stelle tatsächlich hilft und was zielführend ist. Diese Heterogenität können Sie nicht nach dem Mittelmaß unterrichten. Beim Mittelmaß, wenn Sie das machen, langweilen sich die hier, dann langweilen sich die hier und unterrichten, die kommen nicht mit und die kommen auch nicht mit. Individualisierung ist hier das Einzige, was zielführend ist, schaut man sich diese Heterogenität in der Sekundarstufe 1 an. Das ist ein großes Problem. Unsere Fachlehrer in der Sekundarstufe 1 haben eine ganz hervorragende Fachausbildung. Die fachwissenschaftliche Ausbildung der deutschen Lehrer ist mit die beste auf dieser Welt. Aber sie haben in der Regel nicht gelernt, in dem Maße in ihrem Studium, da weiß ich, wovon ich spreche, ich weiß, wie schlecht wir Lehrer an den Universitäten ausbilden, in dem Maße gelernt zu individualisieren und mit Heterogenität so umzugehen, wie sie das eigentlich tun müssten, können müssten. Hier ist sehr viel Arbeit notwendig, um... Na? Da ist er. So, die Folie wollte ich haben. Ein weiteres großes Problem ist der Unterschied zwischen den Leistungen von Kindern aus oberen Schichten und unteren Schichten. Sie finden als PISA-Befund kein anderes Land, in dem der Unterschied groß ist. Das ist mehr als 100 Punkte. Der Unterschied bei den 15-Jährigen, das sind 2 Schuljahre ungefähr, die dieser Unterschied ausmacht. Es kommt kein anderes Land dahin, das so auszuweiten, wie wir das gemacht haben.
Das zweite ganz große Problem sind Kinder mit Migrationshintergrund. Hier liegen wir auf dem zweiten Platz. Also wir kriegen es am zweitschlechtesten hin. PISA-Ergebnisse bei den 15-Jährigen auch über 100 Punkte. Auch zwei Schuljahre zurück am Ende der Sekundarstufe 1. Durch diese Folie führe ich Sie nur an einer Stelle durch. Das ist diese Linie. Das ist der Unterschied von Kindern mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Insgesamt der ersten Generation und der zweiten Generation. Eine der wundesten Punkte unserer Gesellschaft. Wir integrieren nicht. Die zweite Generation Migranten schneidet noch einmal deutlich, deutlich schlechter ab als die erste Generation. Was passiert da? Was ist da los, dass die zweite Generation, die hier geboren ist, die hier zur Schule gegangen ist, mit allem drum und dran, schlechter abschneidet als die erste Generation? Eine unserer größten Baustellen. Ich fasse die Befunde zusammen, dann komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags, wo es um die Unterstützungssysteme geht. Am Ende der vierten Jahrgangsstufe haben wir relativ gute Ergebnisse. Wir haben ein kleines Problem mit den Leistungsschwachen. Wir haben ein größeres Problem mit den Leistungsstarken. Wir tun in der Grundschule zu wenig für unsere leistungsstarken Kinder. Wir haben in der Grundschule schon ein gewisses Problem bei Kindern mit Migrationshintergrund und aus unteren Schichten. Die bleiben schon deutlich zurück. Wir haben eine gewisse Koppelung vom sozioökonomischen Status der Elternhäuser an den Bildungserfolg und die Aufteilung gelingt suboptimal. Am Ende der Sekundarstufe 1 spitzt sich das dramatisch zu. Es gibt fast kein Land, das so schlechte Ergebnisse hat, was die leistungsschwachen Schüler angeht. Wir haben eine Elite, die weder qualitativ noch quantitativ diskutabel ist. Der Abstand von Schülern mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund ist ausgesprochen hoch in Deutschland. Nur ein Land war da, Belgien, die das dramatischer, schlechter hinkriegten. Der Abstand von Leistungsschwachen und Starken ist besorgniserregend groß. Das sind die Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. An verschiedenen Punkten ist hier auch einiges getan worden. Wir haben uns international einmal angeguckt, was ist eigentlich in den Ländern los, die bei PISA besonders gut abgeschnitten haben. In all den Ländern, die hier aufgeführt sind, gibt es professionelle Agenturen, die regelmäßig Schulleistungstests durchführen und diese Ergebnisse an die Schulen zurückmelden. Das ist in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen mittlerweile etabliert. Vera- und Lernstandserhebungen werden gemacht, die Ergebnisse werden zurückgeführt. Das ist, da hat man den Anschluss an die internationale Entwicklung gefunden. Alle diese Länder haben 30 Jahre ungefähr Erfahrung mit diesem System der Rückmeldung. Wir stehen da erst am Anfang, da ist noch einiges, an was man sich gewöhnt. Muss. Wir können auch noch nicht richtig mit den Ergebnissen umgehen. Das ist vieles noch verbesserungsbedürftig, aber wir sind da auf dem richtigen Weg. Alle haben nationale Evaluationen. Das heißt, wir haben die Qualitätsanalyse in Nordrhein-Westfalen, wir haben die Schulinspektion in den meisten Bundesländern. Also auch da sind wir international anschlussfähig geworden. Es ist allerdings auch noch nicht so ganz klar, wie gehen wir tatsächlich mit den Ergebnissen um. Lehrer in diesen Ländern benutzen die Ergebnisse selbst für ihre professionelle Weiterbildung und die Evaluationen sind transparent. Das gilt für alle diese Länder. Traditionell hatten wir gesteuert durch die Inputsteuerung, indem wir meinten, wenn wir möglichst viele Erlasse machen, möglichst viele Regelungen machen, dann wird guter Unterricht gemacht und dann wird da schon was Vernünftiges bei rauskommen. Das haben uns dann die Schulleistungsstudien erklärt, dass dem nicht so ist, dass wir mit der rein alleinigen Inputsteuerung zentral nicht arbeiten können, dass wir zusätzlich die Prozesssteuerung brauchen, Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Neu dazugekommen in den letzten Jahren sind eben die Output-Steuerungsmöglichkeiten über Lernstandsmessung, über Schulinspektion. Eingeführt sind sie, das funktioniert gut. Es bleiben aber noch zwei große Fragezeichen und damit bin ich beim Thema, die Unterstützungssysteme. Die Unterstützungssysteme sowohl hier als auch dort. Wie die aussehen sollen, wie die gekoppelt werden sollen in den Regionen, das ist überhaupt noch nicht klar. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und das, denke ich, ist eine der Hauptaufgaben. Also hier kommen wir ganz gut zurecht, das kriegen wir in den Griff. Aber wie wir mit diesen Daten umgehen und wie wir dann zielgenau tatsächlich unterstützen, das ist eines der ganz großen Fragezeichen.
In dem Kontext dieser Systemsteuerung haben wir zusätzlich zentrale Prüfungen eingeführt. Das ist Zentralisierung. Wir haben aber Kompetenzteams, die Bildungsbüros gegründet. Das geht in Richtung Dezentralisierung. Hier würde ich ganz gerne einen Pfeil nehmen, auf die Maustaste drücken und würde das gerne noch mehr mit hier rüberziehen. Nämlich, dass die Budgets viel mehr dezentralisiert werden und dass viel mehr hier in der Region über die Budgets entschieden werden kann. Da denke ich, ist auch noch Möglichkeit zur Entwicklung vorhanden. Bildungslandschaften, es gibt sie überall und sie entstehen. Sie können so aussehen, sie können aber auch gestaltet sein. Bildungslandschaften müssen gestaltet werden, wenn sie nicht einen wilden Dschungel und einen wilden Urwald darstellen sollen. Den Urwaldcharakter haben wir hier. Wir bewegen uns jetzt gerade in Richtung auf die gestalteten Bildungslandschaften. Allerdings kann man es auch übertreiben. Zu sehr gestaltet führt zu Kahlschlag und zur Verwüstung. Also wir sollten immer die Kirche im Dorf lassen und versuchen, vernünftig, rational, optimal zu gestalten, aber es auch nicht zu übertreiben. Was haben wir an Forschung zu diesem Bereich? Wir haben in Deutschland so gut wie überhaupt keine Forschung zu diesem Bereich. Es gibt eigentlich nichts. International wissen wir einiges. Wir wissen, wir müssen, wenn wir Bildungslandschaften gestalten wollen, viele Akteure einbinden und zusammenführen und die müssen am gleichen Strick ziehen und zwar in die gleiche Richtung, nicht gegeneinander, sonst funktioniert das nicht. Wir brauchen eine Leitbildentwicklung. Das regionale Bildungsbüro, die Region braucht ein Leitbild für Bildung in der Region insgesamt. Das haben internationale Forschungen sehr klar gezeigt. Konsensprinzip. Es funktioniert überhaupt nicht im Verhältnis von oben und unten in Befehl und Befehlsempfänger. Diese Dinge, das wissen Sie alle, die in unterschiedlichen Dezernaten, Ministerien teilweise arbeiten, in unterschiedlichen Abteilungen. Es funktioniert überhaupt nur über das Konsensprinzip. Und wir brauchen ein moralisches Fundament über die Bildungsgerechtigkeit, sonst ist die Legitimation eines Bildungsbüros einer regionalen Bildungslandschaft überhaupt nicht gegeben. Wenn wir so etwas anfangen, dann wissen wir, wir müssen dezentralisieren, wir müssen die Selbstorganisation stärken, wir müssen Netzwerkbildung betreiben, wir müssen Fokussierung betreiben, wir müssen entbürokratisieren und wir müssen harmonisieren. Das sind die Reizworte, die hier aufgestellt sind, die wir auf jeden Fall befolgen müssen, sonst kann aus der ganzen Sache nichts werden. Ich will zwei Beispiele rezenter Entwicklungen aufzeigen. Das ist einmal die Bildungslandschaft Dortmund. Hier hat man 99 den Fachbereich Schule gegründet. Im Jahr 2000 die erste Bildungskommission, im 2003 die Errichtung eines Bildungsbüros, in dem also das Projekt Selbstständige Schule gefahren worden ist und in dem unterschiedliche Bildungsbereiche organisiert werden, der Stadt Dortmund zusammengeführt werden und aufeinander bezogen werden. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man sinnvoll eine Region gestalten kann. Das zweite Beispiel, was ich genommen habe, das ist Duisburg. Die haben gerade damit angefangen, die haben die Bildungsholding gegründet, die Referate Schulbetrieb und Verwaltungsservice, das Referat Schulische Bildung. Das wird hier auch zusammengeführt. Die Volkshochschule ist eingegliedert, die Bibliotheken sind eingegliedert. Durch die Bildungsholding wurde die Zusammenarbeit zwischen Schulverwaltungsamt, Schulaufsicht systematisiert und auf Dauer angelegt. In solchen Strukturen kann das funktionieren, wenn die anderen Bereiche, die ich aufgelistet habe, wenn die mitgenommen werden. Die Medienberatung NRW. Hier mussten die E-Teams und die K-Teams zusammengeführt werden. Hier müssen die Bibliotheken und die Schule aufeinander bezogen werden. Kino und Schule muss aufeinander bezogen werden. Volkshochschule und Schule muss aufeinander bezogen werden. Die kommunale Informationstechnologie und Schule muss aufeinander bezogen werden. Das muss zusammengeführt werden, sonst sind die Aufgaben nicht lösbar, die ich Ihnen im ersten Teil meines Vortrags vorgestellt habe. Sie müssen, wenn Sie diese Wege gehen wollen, Schwerpunkte setzen, Handlungsfelder bestimmen. Sie müssen die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einbeziehen. Die Koordinierung muss innerhalb der Kommunen laufen, das Jugendamt, Schulverwaltungsamt, Angebotsstruktur, der VHS etc. Das muss in einer Hand liegen, das muss aufeinander bezogen sein, das muss abgestimmt sein. Es muss das gleiche Kompetenzmodell, wenn Sie an meine erste Folie denken, muss zugrunde gelegt werden. Sonst geht das nicht. In der Mikropolitik, wer bestimmt, wer hat eigentlich den Hut auf, wer hat an der entsprechenden Stelle das Sagen? Das muss eindeutig sein, das muss eindeutig geregelt sein. Man kann auch sagen,
Es muss Chefsache sein. Wir haben Kommunen, in denen sagt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, das ist meine Angelegenheit, das geht unter meinem Dach. Das kann sehr hilfreich sein. Wenn der Chef oder die Chefin das Sagen hat, dann läuft es einfacher, die unterschiedlichen Dezernate, die unterschiedlichen Abteilungen, die ja manchmal partikulare Interessen vertreten und nicht das Große im Ganze immer im Blick haben, auf die Linie zu bringen und zur Kooperation leichter zu bewegen. Also Chefsache ist auf jeden Fall ausgesprochen hilfreich und wichtig. Das war's, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.